Hallo liebe Trompetenfreunde, heute geht es um den Trompetenstängel, natürlich vielmehr um die Backbore, um die Hinterbohrung und die Rückbohrung. Meine These hier stets, 70% deines Mundstückklanges liegt in der Backbore verborgen. Und ich habe ja schon gesagt, 50% vom Gesamtklang, Equipment, Trompete, Mundstück hängen vom Mundstück ab. Und jetzt 70% vom Mundstück der Stängel, ich bleibe dabei. Dieses kleine Teil ändert euren Klang, eure Ansprache, eure Klangvorstellung enorm. Ich spiele hier auf der deutschen Trompete mit einem großen Trompetenschaft ein kleines Stück. Richtig groß und mächtig, und jetzt wechsle ich den Stängel auf einen kleinen 117er Perinettstängel. Alle anderen Komponenten sind gleich, die Trompete ist gleich. Klingt bescheiden auf der schönen Trompete. Klanglich haben wir die Unterschiede gehört, aber was sind die Unterschiede wirklich innen drin? Schaut mal da auf das Schaubild. Hier haben wir einen Stängelbohrer, der natürlich exakt aufs Tausendstel anliegt hier. Bei Karl Breselmeier ist das Ganze auch so, dass wenn ein Stängelbohrer stumpf wird, nicht nachgeschliffen wird, sondern exakt derselbe nochmal gefertigt wird. Wir haben eine unglaubliche große Präzision. Die Stängelrückbohrung ist die meist unterschätzte Komponente, einfach deshalb, weil wir sie nicht messen können. Mittlerweile geht es ja mit unserem Bix, den stelle ich nachher nochmal genauer vor. Wir bekommen 4 Zahlen und so kann ich auch die Stängel hervorragend miteinander vergleichen. Manche Trompeter, das habe ich auch immer mal gemacht, stecken ein Mundstück rein, wie tief geht es rein, aber dann messe ich immer nur einen Punkt, das Mundstück an derselben Stelle. Aber wie entwickelt sich das Mundstück nach der Bohrung, in der Mitte, am Ende? Dazu später viel mehr. Ja, ein Blick, wie ich es hier mache bei Karl Breselmeier. Durchschauen, ganz tolle glatte Bohrung, aber mehr sehe ich nicht. Ich sehe natürlich, ob das dreckig oder sauber ist, aber das bringt uns relativ wenig. Ihr müsst euch vorstellen, dass die Backbore wie eine Düse funktioniert. Ihr kennt ja alle solchen Gartenschlauch. Ich kann den einstellen, dass er links und rechts 3 Meter weit sprüht, oder ich kann den einstellen, dass er eben 20 Meter direkt geradeaus sprüht. Und so müssen wir unsere Backbore auch vorstellen. Ist sie sehr direkt, ist sie am Ende enger, funktioniert sie wie ein Strahl oder geht sie in die Breite auf, und so entwickelt sich auch unser Klang. Der Stängel wird immer noch sehr unterschätzt. Warum? Weil wir keine genauen Angaben finden. Wir sehen natürlich bei einigen Herstellern Stängel Nummer 10, Stängel Nummer 8. Aber was bedeutet das? Der eine ist größer, der andere kleiner. Ja, wo ist er größer und wo ist er kleiner? Am Anfang, am Ende, unglaublich entscheidend, diese wichtige Sache. Hier seht ihr kleine Fotos von der Stängelherstellung bei Breselmeier. Und erst durch die Schraubstängel konnte man feststellen, wie enorm entscheidend diese Bohrungen sind. Warum? Wenn wir ein Mundstück nehmen und ändern es ab und spielen, dann wissen wir nicht mehr genau, wie war das jetzt vorher. Aber durch die schraubbaren Stängel, durch die schraubbaren Schäfte, ist es unglaublich toll möglich, Mundstücke zu vergleichen und sogar am Computer zu vermessen. Wir haben durch die Stängel natürlich auch eine unglaubliche Variabilität, von unglaublich hell zu richtig orchestral dunkel, von fett zu scharf. Alles ist möglich, allerdings nicht mit dem ein und demselben Stängel. Deshalb spiele ich auch unterschiedlichste Stängel, je nach Trompete, als ob ich jetzt eine B spiele, eine C, eine Perinée, ob ich in der hohen Lage Big Band mäßig spiele oder konzertant mit der deutschen. Unglaublich viele Stängel helfen mir, den gewünschten Klang zu finden. Ich habe 2 Jahre lang getüftelt, bis ich die richtigen Maße, die richtigen Durchmesser gefunden habe. Jetzt hier ist der Bix. Gibt es schon ein Weilchen auf dem Markt. Viele Trompeter verwenden das schon, um ihre Mundstücke zu vergleichen, um zu schauen, was ist eigentlich los mit meiner Backbore. Wie gehört die wichtigste Komponente im Mundstück? Und ihr seht jetzt auf dem Schaubild und gleich in einer kleinen Demonstration, wie der Bix richtig funktioniert. Auf dem Foto seht ihr die 2 Messlehren, und die werden einfach eingeschoben in den Stängel. Hier liegen jetzt mehrere
aufgefräste Stängel, sodass man mal sieht, wie das innen drin dann aussieht. Die Ringabstände gehen von 0 bis 9 und ja, das, die Tüftelarbeit war, welchen Abstand von welchem Ring und welcher Durchmesser die Lehren haben sollen. Aber jetzt funktioniert es sehr gut und wir können mit den vierstelligen Bigs die Mundstücke toll vergleichen. Hier an dem Schaubild sehen wir, wie der vierstellige Bix entsteht. Ich nehme die Leere 1 und schiebe sie ein und lese einfach die Ziffer ab, 7. Wer es jetzt ganz genau machen will, der kann jetzt auch sagen 6,9 oder 6,8, aber als große Ziffer sollte immer aufgerundet werden. Dann kommt der Bix 2 mit einem anderen Durchmesser und schiebe den ein. Hier haben wir die 5. Und ebenso funktioniert es dann mit unserem Bix 3. Also wir schieben die Bix-Leeren immer der Reihenfolge nach ins Mundstück. Und dann entsteht unsere vierstellige Ziffer. Wie gesagt, 7, 5, 4, 3. Wer möchte, kann natürlich noch exaktere Nummern aufschreiben, also Zwischenstufen. Aber wichtig ist die aufgerundete vierstellige Nummer, damit ihr leicht vergleichen könnt. Die vier Messpunkte bestimmen die wichtigsten Zonen im Mundstück in der Backbore. Und zwar der erste Bix, wie schnell geht das Mundstück nach der Bohrung auf? Wenn ich dann eine große Zahl habe, bedeutet das, okay, sehr geeignet für deutsche Trompeten. Bix 2 und Bix 3 bestimmen den Mittelbereich und was sehr, sehr wichtig ist, ist auch der Ausgang. Das ist dann der Bix 4. Wenn wir hier eine kleine Zahl haben, bedeutet das, wir haben nochmal eine Luftbeschleunigung und ihr habt eine etwas geführtere Ansprache. Klingt etwas heller, etwas geführter. Lieben viele Trompeter. Eine ganz kleine Wiederholung zum Grundwebinar ist hier das Schaubild. Warum brauchen wir überhaupt unterschiedliche Stängel für die unterschiedlichen Trompeten? Links die deutsche Trompete hat einen Mundrohr, ihr seht hier etwa 11 bis 14 cm, je nach Stimmung. Und die Perinett-Trompete über 50 bis über 60 cm. Bis wir in der Maschine, also in der Maschinenbohrung sind, das ist übrigens auch die Bohrung, die bei der Trompete angegeben wird. Ihr seht hier deutlich unterschiedliche Konusverläufe und diesen Verlauf kann ich praktisch schon ins Mundstück einarbeiten. Deshalb klingt eine deutsche Konzerttrompete mit einem Bix, der am Anfang offen ist, also ein Stängel, der nach der Bohrung sofort aufgeht, deutlich voller und satter. Wir nehmen praktisch der deutschen Trompete mit einem kleinen Bix deutlich an Soundqualität. Jetzt gibt es schon Angaben bei Breselmeier, Stängelvolumen. Aber was sagt Volumen aus? Wenn ich mir einen Kegelstumpf vorstelle, in dieser Richtung habe ich ein bestimmtes Volumen und wenn ich den umdrehe, dann habe ich dasselbe Volumen. Wenn wir jetzt das Volumen nehmen und dann den Bix, also den Verlauf dazu haben, dann haben wir unglaublich genaue Angaben. Ihr schaut mal kurz auf die Tabelle. Wir haben Stängel 24, Stängel 2 und der Stängel 24 hat ein Volumen von 484,2 und der 2er von 486,85 und trotz des größeren Volumens habe ich einen ausgeprägten Bixverlauf, einen ausgeprägten Konus. Ihr seht am Ende sogar 0. Das bedeutet, dass er am Ende nochmal beschleunigt. Also, Volumen zusammen mit Bix habt ihr eine ganz tolle Angabe. Bei anderen Mundstücken, wo ich kein Volumen habe, bei Fremdfabrikaten, ist aber auch schon der Bix eine hervorragende Vergleichsmöglichkeit. Auf der deutschen Trompete möchte ich den richtig großen 24er Stängel vergleichen mit einem 2er Stängel, der eigentlich auch ein größeres Volumen hat, aber auch am Ende etwas enger verläuft. Bin gespannt. Also zunächst mal der große 24er Stängel, der durchgehend offen gestaltet ist. Fast posaunig, geht unglaublich viel Luft durch. Also mich wird er wahrscheinlich anstrengen. Ich habe sowieso gerade keinen Ansatz. Ich probiere mal in der Höhe zu spielen mit dem Stängel.
nach, diese Kiegel, mich strengt der unglaublich an, du musst unglaublich viel Luft schieben und ihr merkt es, ein bisschen undefiniert. Ich bin jetzt mal gespannt auf den eigentlich größeren Stängel, auf den Zweier, der allerdings etwas enger zuläuft. So, jetzt der Zweierstängel, vom Volumen ähnlich groß, sogar fast ein bisschen größer. Fühle ich mich wieder zu Hause. Einfach die leichte Brillanz drin im Ton und spricht deutlich, für mich deutlich schöner an und ich muss nicht ständig so viel Luft nachschieben. Besser zu Hause und der Kern ist da, gefällt mir ausgesprochen gut. Also, für mich ist es immer schön, wenn die Backpour am Ende etwas enger wird. Aber wie gesagt, euer Geschmack zählt. Bitte seht mir die kleinen Kiekser nach, ich stehe da einfach nur in den Laden raus und lege los, um euch das zu demonstrieren. Aber jetzt schaut mal auf das Schaubild und zwar haben wir hier da blitzt das Hellblau etwas raus und hier oben beim C3 jetzt, es war vorhin das klingende H, bei meinem kleinen Kiekser ist der enge Stängel, also am Ende enge Stängel, obwohl er ein größeres Volumen hat, präziser für mich. Ich habe das sogar beim Spielen gespürt. Unglaublich, was ihr mit dem Bix hier vergleichen und einstellen könnt. Vor allem dann auch natürlich mit Fremdfabrikaten. Um nicht nur deutsche Trompete zu spielen, habe ich jetzt ein kurzes Klangbeispiel auf der Perenet-Trompete, wie ihr hier im Schaubild seht, nehmen wir drei Stängel, den 118er, einen relativ schönen, offenen 5553 für die Perenet-Trompete offenen Stängel, den N, das ist ein sehr beliebter Stängel, geht auch relativ groß los für die Perenet mit 5, allerdings 2-0 am Ende eng und jetzt schaut euch das an, 2010, ganz neuer Stängel von Breselmeier, seid mal gespannt, wie der klingt. Es ist toll, Unterschiede zu hören, aber für viele auch zu sehen auf dem Computer. Es ist unglaublich, was für Unterschied wir in der Grafik haben. Dieses komplette Bild zeige ich euch mal nur wegen der Stimmungsabweichung. Also bei den zwei kleineren Stängeln hier N und 10S sind wir fast gleich, aber der 118er macht einen unglaublich andere Intonation, also zum Beispiel das B1 klingende, schiebt er um 10 Cent nach unten, ist noch nicht viel, das sieht jetzt hier super dramatisch aus, kann man gut spielen, aber im Vergleich zu den kleineren Stängeln ein ganz großer Unterschied. Schauen wir mal aufs große Bild, der Resonanzamplitude mit dem grünen 10S geht unglaublich nach oben ab, also der geht oben hell, richtig hell los, natürlich hat er keinen so großen Sound, die Resonanzgüte ist nicht so, wie wenn ich mit einem 118er spiele, der da oben steht, aber auch der Nordpol, der N-Stängel, ist ziemlich ähnlich zum 118er, nur eben auch in der Höhe wieder etwas kleiner ist, in der Höhe mehr Vorteile in der Ansprache. Hatten wir ja vorher schon, die 2-0 hier hinten macht sich doch auch in der Höhe aus und das lieben einige Trompeter. Das war ein Schnellgalopp durch dieses Thema Trompetenstängel. Wenn ihr mehr davon erfahren wollt, dann schaut euch das Webinar an. Ihr seid eingeladen, ist zwar nicht öffentlich, aber ihr könnt euch anmelden. Da unten findet ihr die Webadresse dafür. Zusätzlich könnt ihr auf unsere Homepage gehen und die unterschiedlichen Komponenten
Informationen von Breselmeier anschauen. Und jetzt das Angebot, meldet doch euch jetzt bereits für das große Webinar an. Diese Termine findet ihr alle unter unsere Events auf unserer Musikhaus-Seite. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt gibt es noch ein weiteres Webinar, und zwar Zusammenspiel von Stängel und Kessel. Bis bald, euer Matthias Beck.